jetzt auch wieder schwere Geschütze an die bedrohtesten Abschnitte bewegt werden, ohne im aufgeweichten Untergrund stecken zu bleiben. Am 5. Juni begann das zur Verstärkung herangeführte SS-Freikorps Danmark, das aus dänischen Freiwilligen bestand, im Norden der Landbrücke das Unternehmen Dannebrog. Ziel dieses Unternehmens war die Erweiterung des Schlauchs links der Pola bis Dubovici. Der Angriff misslang. Gegen die massiv gestaffelten sowjetischen Verbände war kein Durchkommen. Der Kommandeur des Freikorps, SS-Sturmbannführer Christian Friedrich van Schalburg, fiel während dieser Kämpfe an der Spitze seiner Männer. Der Juli war ungewöhnlich nass. Starke und nicht enden wollende Regenfälle verwandelten den Boden in einen matschigen Brei. Die Stellungen versanken im Wasser. Geschütze konnten nur mit Hilfe von Motorschleppern bewegt werden. Dennoch griffen die Sowjets immer wieder die deutschen Stellungen an. Vor allem ihre Panzer waren gefürchtet, zumal auf deutscher Seite panzerbrechende Waffen so gut wie nicht vorhanden waren. Obwohl allein im Großraum Wasiljewtschina 59 russische T-34 im Nahkampf vernichtet wurden, gingen die Angriffe auch im August pausenlos weiter. Der weit nach Osten in die russische Front vorspringende Keil von Demjansk band starke Kräfte der Roten Armee. Je eher er zerschlagen wäre, umso schneller könnten die hier gebundenen Kräfte an anderen Frontabschnitten, vor allem im Südabschnitt, eingesetzt werden. Den ganzen Herbst überrannten die Sowjets vergeblich und unter großen Verlusten gegen die deutschen Verteidigungsstellungen an. Ende Oktober ergab sich aus deutscher Sicht folgendes Bild. Das im September durchgeführte Unternehmen Michael hatte den Landverbindungsschlauch um mehrere Kilometer erweitert. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, eine Versorgungslinie ohne Feindeinsicht und eine Eisenbahnlinie bis in den Kampfraum hinein zu errichten. Unmittelbar nach Öffnung des Kessels hatten Eisenbahnbaukommandos mit der Verlegung einer Schienenstrecke begonnen, die von Staraja Russa bis in die Mitte des Kampfraumes führen sollte. Vom Verladebahnhof Tulebla aus wurde in den Sommermonaten eine neue Schienenanlage vorangetrieben und Brücken über die Flüsse errichtet. Damit war eine wesentlich schnellere Versorgung des Demjansker Brückenkopfs möglich. Die Gesamtstrecke der zwischen dem 26. Mai und dem 30. November errichteten Feldeisenbahn, die am Ende bis nach Loznici führte, lag bei fast 70 Kilometern. Dazu kam eine Nebenbahn von 7 Kilometern Länge westlich des Lovat von Novosvind nach Bol. 5 Bahnhöfe und 22 Ausweichstellen sorgten für reibungslosen Hin- und Rücktransport. 28 Brücken, von denen 3 sogar länger als 200 Meter maßen, überspannten die Flüsse und Wasserläufe. Bis dahin konnten die Eisenbahnen nur bis Staraja Russa oder Tulebla fahren. Dort musste die gesamte Ladung aus- und auf Lastwagen umgeladen werden. Diese schafften oft unter Feindbeschuss und Tieffliegerangriffen alle Materialien bis zum Hauptumschlagplatz in Koloma. Hier wiederum nahmen die einzelnen Divisionsnachschubeinheiten die für sie bestimmten Güter in Empfang, um sie in die vordersten Stellungen zu transportieren. Ein ebenso umständlicher wie verlustreicher Weg. Am 10. Oktober 1942 begann die alljährliche Schlammperiode. Langanhaltende Regenfälle verwandelten das Land erneut in die schon bekannte Sumpflandschaft. Das unpassierbare Gelände zwang Freund und Feind auf umfangreichere Kampfhandlungen zu verzichten. Jetzt zeigte sich die Bedeutung der neuen Schienenwege. Von Ende November bis zur endgültigen Räumung des Kampfraumes am 15. März 1943 fuhren 1504 Versorgungs- und Bauzüge, 135 Lazarett- und 135 Munitionstransporte über diese Strecke. Die Güterbeförderung an die Front summierte sich auf fast 120.000 Tonnen. Bei der Räumung des Kampfraumes konnten über diese Strecke außerdem rund 56.000 Tonnen an Material und Waffen zurücktransportiert werden, die ansonsten verloren gegangen wären.
Der Winter verlief wie der vorhergehende. Angriffe und Gegenangriffe, Kampf um jedes Haus und jeden Graben, steigende Verluste auf beiden Seiten. Die Rote Armee konzentrierte ihre Winteroffensive 1942 im Wesentlichen auf zwei Frontabschnitte. Zum ersten auf das Gebiet an der Wolga beiderseits Stalingrad, zum zweiten auf den Kampfraum um Demjansk. Im ersten Fall war das Ziel die Einkreisung und Vernichtung der 6. Armee. Im zweiten eine Begradigung der Front und eine umfassende Einschließung des deutschen Ostheeres im Nordabschnitt. Was die Schlacht um Demjansk betraf, machte sich die deutsche Seite keine Illusionen über den Ausgang der Kämpfe. Den 4 deutschen Divisionen, die ohne jede Luftwaffen- und Panzerunterstützung operieren mussten, standen 3 frisch aufgefüllte russische Armeen, rund 650 Panzer und die sowjetische Luftwaffe gegenüber. Es war nur eine Frage der Zeit, wann die Verteidigung zusammenbrechen würde. Die Schlacht begann am 28. November mit einem gewaltigen Feuerschlag der sowjetischen Artillerie. Innerhalb weniger Tage erzielte die Rote Armee beträchtliche Einbrüche in die deutsche Hauptkampflinie. Doch die verbissen kämpfenden deutschen Soldaten wehrten sich mit dem Mut der Verzweiflung und verteidigten ihre Stellungen. Abgesehen von wenigen ruhigen Tagen tobte die Schlacht bis Ende Januar 1943. Dann ebbten die Kämpfe ab. Vor und in den deutschen Gräben lagen hunderte ausgebrannter russischer Panzer. 12.000 Rotarmisten waren gefallen, unzählige verletzt. Nicht weniger hart hatte es die Deutschen getroffen. Im Zeitraum vom 28. November 1942 bis zum 23. Januar 1943 waren fast 18.000 Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften als Tote, Verwundete und Vermisste zu beklagen. Als die klaren, kalten Januarnächte des Jahres 1943 die Sumpf- und Waldgebiete südlich des Ilmensees in eine weiße Märchenlandschaft verwandelten, stellten sich die Reste der deutschen Verteidiger zum letzten Kampf. Fehlende Ausrüstung, geringe Munitionsvorräte und vor allem der nicht mehr zu ersetzende Mangel an kampferfahrenen Männern ließen keinen Zweifel daran, dass die Eroberung von Demjansk nur noch eine Frage von Tagen sein würde. Zur gleichen Zeit vollzog sich am Südflügel der Ostfront die Katastrophe von Stalingrad. Gemäß Hitlers Durchhaltebefehl hatte sich die 6. Armee in der Stadt an der Wolga festgesetzt und war von der Roten Armee eingeschlossen worden. Inwieweit die Geschehnisse um Demjansk Hitler in seiner Überzeugung gestärkt hatten, dass die Verteidigung und Entsetzung der bei Stalingrad eingeschlossenen Truppen ein weiteres Mal möglich sein würde, ist letztlich unklar. Die Vermutung, dass die gelungene Versorgung aus der Luft und die Wiederherstellung einer Landverbindung seine Entscheidung mit beeinflusst haben könnten, liegt aber nahe. Während Hitler erwog, durch einen eigenen Angriff von Ostaschkow aus die Lücke zwischen Demjansk und Rjew zu schließen und damit die Nordfront zu stabilisieren, erarbeiteten das Armeeoberkommando 16 und das 2. Armeekorps im Januar 1943 entgegen Hitlers ausdrücklichem Befehl und ohne ihn davon in Kenntnis zu setzen einen Plan zur Räumung von Demjansk. Die Planungen erhielten den vielsagenden Decknamen Unternehmen Entrümpelung. Um die Verbände gleitend vom Feind zurück und geordnet über die Rollbahn nach Westen abziehen zu können, wurde im gesamten Kampfraum ein neues Straßennetz angelegt, das von den Fronten strahlenförmig nach Westen auf die Landbrücke zurücklief. Im unverwüstlichen Lanzerjargon trugen diese Rückzugswege Bezeichnungen wie NS-Knüppelallee oder Reichsstraße 1. Nach Abschluss dieser Arbeiten brachten die Divisionen alles entbehrliche Gerät und die meisten Fahrzeuge bis an die Feldeisenbahnstrecke, von wo sie in Richtung Staraja Russja zurücktransportiert wurden. In vorderster Front blieb nur das Allernotwendigste. Parallel dazu bedrängte General Kurt Zeitzler
seit Oktober 1942 Chef des Generalstabes des Heeres, Hitler immer wieder den Kampfraum Demjansk räumen zu lassen. Nur so könnten die hier stehenden Truppen dem gleichen Schicksal wie die 6. Armee in Stalingrad entgehen. Am 1. Februar, dem Tag der Kapitulation in Stalingrad, erteilte Hitler den Befehl zur Räumung. Nur zwei Wochen später waren bereits 8.000 Tonnen Gerät, 5.000 Bespann und 1.500 Kraftfahrzeuge abtransportiert. Der Plan zur Räumung von Demjansk sah einen stufenweisen Rückzug vor und war zunächst auf einen Zeitraum von 70 Tagen abgestellt. Da absehbar war, dass die geschwächten Divisionen einer weiteren sowjetischen Offensive nicht mehr gewachsen waren, befahl das Oberkommando des Heeres die Vorverlegung der Räumung auf den 17. Februar 1943. Das Stichwort Zieten löste das letzte Kapitel der Demjansk-Schlacht aus. Schritt für Schritt wurden die Truppen von Osten nach Westen auf vorbereitete Frontlinien zurückgenommen. Gleichzeitig sicherten Kampfverbände die Nord- und Südfronten, die jetzt verstärkt von den Russen berannt wurden. Da die Rücknahme der Truppen die eigenen Linien verkürzten, konnten die herausgezogenen Verbände umgehend zur Sicherung der noch verbleibenden Fronten eingesetzt werden. Planung und Rückzug waren ein Musterbeispiel militärischer Präzision. Diszipliniert und ohne Hast bewegten sich die Verbände im Schutz der Dunkelheit über die Rollbahn nach Westen. Division um Division entzog sich der drohenden Umklammerung durch die Rote Armee. Am Morgen des 21. Februar 1943 sprengte die Pioniernachhut die Brücke über den Jammern. Demjansk war geräumt und aufgegeben. Ende Februar hatten alle Truppen die Widerstandslinie westlich der Pola erreicht. Der ursprüngliche Kampfraum war damit vollständig geräumt. Gehalten wurden nur noch Teile der Landbrücke. Am 1. März 1943 fasste der Oberbefehlshaber der 16. Armee in einem Tagesbefehl die zurückliegenden Ereignisse zusammen. Die Räumung des Kampfgebietes ist beendet. Hier wurde ein Raum aufgegeben, gegen den der Feind fast 14 Monate lang ununterbrochene Angriffe führte. Große Entbehrungen und äußerste Härte mussten gefordert werden. Die Waldaihöhen, der Selige See und das Polartal mit der Stadt Demjansk waren vielen bereits zur zweiten Heimat geworden. Dort ruht mancher Kamerad in der Erde. Von diesen Gräbern, die in echter Kameradschaft gehütet wurden, muss Abschied genommen werden. Doch der Geist dieser gefallenen Kameraden wird auch westlich des Lovat in den Divisionen des 2. Armeekorps fortleben. Am 25. April 1943 stiftete der oberste Befehlshaber der Wehrmacht für alle im Kessel und im Kampfraum eingesetzten Männer den Demjansk-Schild, der am linken Oberarm der Uniform getragen wurde. Der Kampf um Demjansk, der vorgeschobenen deutschen Bastion im Waldaigebirge, war beendet. General Graf Brockdorf Ahlefeld, der kommandierende General des 2. Armeekorps, zollte kurz vor seinem eigenen Tod im Mai 1943 seinen Männern mit folgenden Worten seine Hochachtung. Die Heimat möge aber wissen, dass ihre Soldaten unvergleichlich sind. Dem Schicksal sage ich Dank, dass es mir gegeben war, solche Soldaten zu führen.